Heute geht es mal wieder um den Pulsar 2, den ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Aber das Coole ist, nicht ich fahre, sondern meine Freundin Lotti. Die fährt gleich zum ersten Mal mit dem Pulsar und vor allem zum ersten Mal mit einem Elektroauto. Und die ersten Reaktionen sind ohnehin immer die besten. Deswegen muss das auf jeden Fall auf Video festgehalten werden. Und ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mal ins Auto und fahren los. Ich bin aufgeregt. Ah, warte mal, ich mache zuerst mal die Navigation. Da ist ein bisschen Autobahn, ein bisschen Landstraße und so, alles mit dabei. Willst du mir noch ein kleines Briefing geben, was ich alles machen muss? Okay. Ist ja doch ein bisschen was anderes als im Volvo, da saß ich ja schon... Mhm. Öfter mal auf dem Fahrersitz. Also vielleicht nicht direkt Kickdown geben. ansonsten Blinker und so ist wie beim Volvo. Ja. Und wenn du Gas gibst und dann vom Gaspedal runter gehst, wirst du merken, dass er von alleine sozusagen bremst. Also du musst, wenn du an der Ampel dran fährst, gar nicht wirklich die Bremse drücken, mhm. sondern nur vom Gas runtergehen. Okay. So nach ein paar Metern hat man das dann auch raus. Okay, Reichweite 260 Kilometer müsste reichen. Das reicht easy. Also wir kommen angeblich mit 54% an. Ja, easy. Ich glaube, es werden eher so 44%. Wie viel? 42 sein. Kilometer, okay. Okay. Gut, nach so ungefähr 20 Minuten habe ich es dann auch mal aus der Parklücke geschafft. Gar kein Problem. Das ist ja bei jedem Auto ein bisschen anders. Ja. Wie? Krass. Merkst du das? Oh mein Gott, das ist richtig krass. Der geht ja sofort, bremst er ab. Genau. Das ist absolut was anderes. Mhm. Krass, es ist ja, als würde ich total stark auf die Also in der Stadt braucht man die Bremse gar nicht. Nee, absolut nicht. Boah, muss ich da auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Mhm. Boah, das ist ja richtig... Mann, man muss sich richtig dran gewöhnen, dass der von alleine so doll bremst. Also man kann das auch ausschalten, ja. dass du wirklich das Bremspedal wieder normal benutzen musst. Mhm. Aber... So langfristig gesehen ist es schon deutlich angenehmer, nur mit einem Pedal zu fahren. Man muss sich halt nur einmal dran gewöhnen. Absolut. Ich muss sagen, ich merke jetzt schon, dass es auf jeden Fall nochmal ein krass anderes Gefühl ist, als Beifahrer zu sein. Also man merkt schon, dass er noch Kraft hat, ne? Ja, absolut. Da ist vor allem auch noch so viel Luft nach oben. Das merkt man total. Ich hätte auch gerne mal ein bisschen noch mehr beschleunigt. Ja, aber ich wäre halt der Blitzer gewesen. Ach, scheiße. Also ja, gut. Besser nicht mit dem Auto. Willst du gleich einfach mal kurz komplett durchdrücken? Hier jetzt? Ja. Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Oh Gott. Ich finde es auch cool, das mal als Beifahrer so zu genießen. Glaube ich. Hier wird überall gebaut in Leipzig. Das ist anstrengend. Schlimm. In Berlin aber ja auch. Oh Gott, Berlin immer. Berlin immer. Das ist schon angenehm so. Ja. Sollte man sagen. Und man merkt auch, also der Wagen ist zwar wackeliger als der Volvo, dadurch, dass er nicht ganz so weich ist, aber man merkt, finde ich, noch mehr den Untergrund unter sich. Ja. Also unter der Straße so. Aber man sitzt auch schon echt einen Ticken höher als im Volvo. Ne? Im Volvo, da liegt man ja so halb, gefühlt. Das stimmt. Weil wir jetzt hier auf dem Akku drauf sitzen. Boah, das ist krass. Wirklich. Man drückt nur ganz leicht aufs Gas und sofort. Aber komm, wenn ich jetzt hier... Oh mein Gott! Das ist wirklich sofort. Aber direkt. Vor allen Dingen, ich fahre 100. Oh Gott, und er beschleunigt immer noch so krass. Oh, mein Magen kribbelt. Das ist echt krass. Ich muss sagen, ich glaube, ich kann mich daran gewöhnen, die Kontrolle zu haben. Was das Beschleunigen angeht. Ich merke schon. Wir kommen nicht mit 53% Akku an. Oh, meinst du, ich kann noch einen Ticken schneller fahren? Kann ich die überholen oder besser nicht? Weil ich jetzt, meine ich jetzt ja, wir müssen eh in anderthalb Kilometer. Nein. Aber dann kommt der unbegrenzte Autobahn. Dann bleibe ich auf der rechten Spur. Und danach die linke. Klar. Ist so geil, wenn die Autobahn leer ist. Ja. So entspannt. Juhu! Oh, das macht richtig Spaß. Mhm. Okay, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es echt geil, dass man nicht bremsen muss. Mhm. Also. Weil man kann noch schneller reagieren. Mhm. Aber ich finde, man braucht ja auch immer ein bisschen, um das Auto so kennenzulernen. Ja, das kriegt man ja irgendwie nach einer Zeit auch das Gefühl für. Ne? Kannst du, wenn du willst, die Kurve auch mal schneller fahren, dann. Merkst du, wie gut er in der Kurve liegt? Ja. Also der klebt ja wirklich drauf, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, gleich aus der Kurve rauszufliegen. Mhm. Und hier ist unbegrenzt. Okay, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Juhu! Oh mein Gott. Alter, der liegt ja so gut auf der Straße. Wie krass ist der? Ich fahre 200. Und es ist einfach so geil. Wie komfortabel bitte. Okay, oh Mann, er fährt nicht schneller. Okay. Aber man merkt, er könnte noch schneller. Ja, definitiv. Ich drücke gerade nicht auf die Bremse. Das reicht easy, vom Gas runter zu gehen. Ich habe jetzt noch kein einziges Mal auf die Bremse gedrückt, ne? Jetzt auf der Autobahn. Das ist voll geil, ne? Noch kein einziges Mal. Ja. Drück jetzt mal durch.
Ich hab wie heftig, dass der noch bei 150 so viel beschleunigt. Das ist einfach wie Achterbahn fahren. Also müssen wir gar nicht ins Phantasialand. Nee. Kann man ja auch gerade sehen, sehen, wie der Feder verbraucht? Wie viel hat er jetzt schon verbraucht? Wie viel Prozent? Wir sind, glaube ich, mit 68 losgefahren. Also 9% hast du jetzt schon verbraucht. Und ein Durchschnittsverbrauch von 37,2 Kilowattstunden. Und der Akku selber hat 78 Kilowattstunden. Ja. Das heißt, wenn man 100 Kilometer jetzt so fährt, dann hätte man den halben Akku verbraucht. Ich finde es so krass einfach, dass der so doll abbremst. Aber es ist so geil. Vor allem, du verbrauchst auch gar nicht die Bremsen. Weil normalerweise beim Auto werden ja die Bremsscheiben beim Bremsen immer ein bisschen abgeschliffen und irgendwann sind die halt weg. Aber mit dem du benutzt die Bremsen gar nicht. Und der Akku lädt, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt quasi runtergehe vom Gas, dann lädt er sich quasi wieder auf. Genau, durchs Abbremsen rekuperiert er wieder und dann geht der Strom wieder in den Akku rein. Also auch wenn man einen Berg runterfährt, zum Beispiel den Mount Everest, wenn man den runterfahren könnte, dann würde sich der Akku die ganze Zeit wieder aufladen und wenn du mit 0% losrollen würdest, hättest du am Ende wahrscheinlich so, keine Ahnung, 40% oder so. Ja. Ich muss sagen, jetzt habe ich mich auf jeden Fall daran gewöhnt, dass er so abbremst. Es geht mega schnell, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber am Anfang war ich ja echt gerade noch ein bisschen überfordert, sag ich mal. Weil es halt einfach super anders ist als ein Volvo. Aber wenn man es jetzt so weiß und so und es langsam jetzt so einschätzen kann, wie doll der abbremst, ist es halt mega. Vor allen Dingen, guck mal bitte in der Kurve jetzt, also wie geil der ist. Wie gut der da liegt. Guck mal, ich mach's gerade nicht. Nein. Du lädst den Akku auf. Ach, geil. Was gibt's Besseres? Wow. Wie schnell beschleunigt der von 0 auf 100? 4,7 Sekunden offiziell. Mhm. Aber offiziell, was heißt das? Also ist die Werksangabe. Der ist aber in der Realität auch ein bisschen schneller. Das ist richtig schnell. Also so 4,3 Sekunden oder so. Das ist richtig krass schnell. Das ist so geil. Aber man gewöhnt sich echt voll gut dran. Ja. Was ich auch echt beeindruckend finde, ist, wirklich, man fährt irgendwie jetzt 160 und irgendwie drückt nochmal aufs Gas. Dann beschleunigt ihr einfach immer noch so krass. Ja. Okay, wir haben noch 45%. Ich glaube, es werden eher so 44%. Das sind definitiv weniger als die 57, die erst gesagt wurden. Deswegen lass uns mal laden. Yes. Okay. Oh, yes. Sehr jetzt brauche ich noch meine nice App. Okay. Ladestart angefragt und er lädt. Wie lange laden wir jetzt? Ich würde sagen, wir holen uns einfach einen Kaffee. Mhm. Können wir mal leise sein? Klingt nicht schön. Weil Akku haben wir theoretisch genug. Mhm. Und wenn wir uns einen Kaffee holen und den hier entspannt trinken, dann haben wir auch wieder genug geladen. Und ich hoffe, bis dahin regnet es hier nicht. Ich habe mir dieses Mal auch einen Cappuccino genommen. Was? Mhm. Ich wollte die jetzt nicht verwirren. Seitdem wir uns kennen, hast du dir, glaube ich, noch nie was anderes als ein Latte Macchiato geholt, oder? Nein. Oder brauchst du ein bisschen was Stärkeres, jetzt wenn ich gefahren bin? Das muss jetzt nicht richtig Latte Macchiato, nicht vom Koffein. Der nimmt Tesla da drin, der schläft einfach. Echt? Ja. Warte. So, Kaffee ist ready. Yes. Jetzt. Yes. Es ist windig. Okay. Muss einmal hier auf den Knopf drücken, dann kurz warten und jetzt ganz rausziehen. Okay. Wir haben jetzt 7 Minuten geladen und knapp 9 Kilowattstunden. Das ist schon gut. Das ist sehr nice. Von 56%? Also, angekommen sind wir, ich habe es wieder vergessen, mit 43, glaube ich. Ja, oder 47? Nee, 43. Irgendwie sowas. Also schon gut. Und wir fahren jetzt zum Markelberger See? Ja. Okay, Google. Navigiere uns zum Markleberger See. Nach Markleberger See navigieren. Abfahrt! Oh yes! Kann ich hier raus, ja? Ja. Okay. Wo fährst du lang? Ja, also das war jetzt Achso, eine Absicht gerade. Einmal im Kreis. Ich wollte doch einmal kurz im Kreis fahren. Okay. Okay. Halt besser den Kaffee gut weg. Ja, ja, ich bin dabei. Wie ist das eigentlich bei dir? Ich meine, du bist halt schon echt viele Kilometer gefahren mit dem Auto. Ist das für dich immer noch so krass irgendwie? Wenn du so die Beschleunigung? Ja. Ja, doch.
Also man das gewöhnt Ding ist sich so ja schon dran irgendwie, ne? Aber ich finde jetzt, hier, kann man sich da je dran gewöhnen? Oh, nee. Okay. Daran gewöhnt man sich niemals. Ich weiß noch, als ich das erste Mal bei Felix im Tesla mitgefahren bin, das war ja auch so übertrieben krass. Also wenn man wirklich noch nie irgendwie in einem Elektroauto saß, also das kann man auch gar nicht beschreiben, wie krass sich das anfühlt. Nee, das ist... Ich erinnere mich auch das erste Mal, wo ich von Felix in Tesla gefahren bin. Als wir nach Norwegen war doch kurz vor Norwegen, ne? Ja, genau. Am ersten Tag hatten wir gleich das Video aufgenommen. Ja. Das war so krass. Guck mal, es drängelt der Mercedes hinter mir. Kann ich nichts für. I'm sorry. Oh, das ist aber eigentlich geil, wenn er drängelt. Aber ganz ehrlich, der kann jetzt ja auch mal echt ein bisschen schneller fahren hier. Zum Gas gehen. Oh, und jetzt im Rückspiegel, der Mercedes kommt schon wieder nicht hinterher. Ja. Eben noch gedrängelt und jetzt kommt er nicht hinterher. Juhu! Das macht so Spaß. Das ist so geil. So, wir sind jetzt ein bisschen rumgefahren und ich glaube, der hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Also ich bin richtig beeindruckt, es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, ich könnte mir vorstellen, jetzt öfter zu fahren, wenn du mich lässt. Du, gar kein Problem. Ich habe mich wohl gefühlt. Kickdown auf dem Beifahrersitz ist auch gut. Nee, es war richtig cool. Vor allem, was mich am meisten beeindruckt hat, war wirklich einfach diese direkte Beschleunigung. Also man drückt aufs Gaspedal und das Auto zieht sofort nach vorne. Also das ist echt richtig, richtig cool. Und mit dem Bremsen habe ich mich ja jetzt auch dran gewöhnt. Also das Auto von alleine abbremst, wenn man vom Gaspedal runtergeht. Und ja, war richtig cool. Ich freue mich. Sehr cool. Also, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wenn ja, abonniert gerne den Kanal und schaut auch beim nächsten Video wieder vorbei. Also bis dahin. Ciao.